Ladies and Gentlemen, hallo und allerherzlichst willkommen damit zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect in unserer Staffel 10. Folge, ich habe keine Ahnung mehr, 75, 74, 75, irgendwie sowas um den Dreh wird es wohl sein. Wir hatten in der letzten Folge uns ein bisschen übers Essen geärgert und das tue ich diese Folge auch. Heißt, ich muss jetzt jeden Tag einmal in die Küche kontrollieren, ob da nicht eventuellerweise irgendwas verbuggt ist. Ich nehme mal ganz stark an, dass sich das in Zukunft lösen lässt, wenn die Küche nicht mehr für so viel gleichzeitig zuständig ist. Da wird es vermutlich dran hapern. Wir werden es mal versuchen, dass das dann durch eine Personalkantine, zumindest für die ganzen Personalräume, zu lösen ist. Und dann werden wir da irgendwie schon eine Lösung finden, das denke ich schon. Allerdings kommen jetzt erstmal in 28 Minuten 1,6 Millionen neue Häftlinge in unser Gefängnis. Und wenn die letzte Lampe dann hier oben irgendwann auch mal angebracht worden ist, können wir klipp und klar sagen, wir haben es geschafft. Erster Schritt ist natürlich wieder 30.000 Häftlinge der höchsten Sicherheitsstufe hier irgendwo unterzubringen. Hohe Sicherheitsstufe das hier. Storchbandenmitglied ist auch hohe Sicherheitsstufe und dann geht das weiter. So viele Busse sind es ja Gott sei Dank diesmal nicht. Furchtlos, ehemaliger Gesetzeshüter, erstmal schutzhaft aus Prinzip. Aufrührer geht in hohe Sicherheitsstufe. Dann haben wir das erledigt, auch wenn der Bandenmitglied ist, die Schutzbefohlenen. Storch ist hohe Sicherheitsstufe. Ich versuche ja möglichst viele Leute aus der hohen Sicherheitsstufe auch rauszuholen. Wir haben ja immer noch einen in dauerhafter Schutzhaft, den holen wir gleich, also in Einzelhaft dauerhaft. Den holen wir gleich auch erstmal da wieder raus. Ne? Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe den nicht vergessen. Ich habe jetzt nur gerade keine Zeit gehabt, durch den Aufstand und alles, was dazwischen gekommen ist, den mal wieder da rauszuholen. Finde es ja nett, dass ihr euch da so Sorgen drum macht um den, aber ich gebe mein Bestes. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Hier kommen ja noch 10.000 Busse heute alleine. Die hohe Sicherheitsstufe kriegt auf jeden Fall nochmal Zuwachs. Der Spitzel, der kommt in Schutzhaft. Damit haben wir Schutzhaft jetzt auf jeden Fall überfüllt. Also, weil ich ja den einen noch dazu rechnen muss, hohe Sicherheitsstufe, der da entsorgt ist in seiner Endlosigkeit. Den kriegen wir schon auch noch irgendwie zugewiesen. Bandenmitglied, hohe Sicherheitsstufe. Also ihr seht, dadurch, dass man hier so viele Leute der normalen Sicherheitsstufe ständig aussortieren muss, hat man natürlich ein unfassbares Problem. Spitzel und Bandenmitglied ist auch Schutzhaft. Spätestens jetzt ist die Schutzhaft voll. Und jetzt kommen hier noch die letzten Experten. Der ist auch nochmal Spitzel. Wie gesagt, Schutzhaftbefohlen. Da können wir jetzt noch ein paar hier hinliefern lassen. Das ist nicht schlimm. 14 Häftlinge sind jetzt erstmal raus. Wir machen erstmal ersten Schritt, zweiten Schritt. Und was wir danach machen, und das ist, denke ich mal, auch ganz logisch, ist, wir suchen uns unsere Schutzbefohlenen. Da sitzt er nämlich. Der kriegt jetzt Schutzhaftbestrafung beenden und darf raus. Der ist endlich raus. Guck mal, wie er sich freut. Er ist endlich raus. Herrlich. Er wird die Hände hochreißen, aber das zieht an den Handschellen so. Das ist nicht so schön. Wir machen noch ein paar Dinge, die wir mal eben so kurz nebenbei quasi unter der Hand abarbeiten können. Und das ist für mich hier eben typischerweise immer die Baumschule, die immer sowieso mitgemacht werden muss. Es hilft ja nichts. Das dauert jetzt noch so ein bisschen. Wobei, ich mach mal lieber das Spiel auf Pause. Vielleicht, denn die... Ach, wobei. Scheißegal. Baumschule. Was soll's. Das Geräusch ist eh da. Es hilft nichts. So, Kantinenzugang. Ja, da geht's schon los. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hier die Kantine. Also du bist da zugewiesen. Ne? Das bitte nicht vergessen. Und hier ist ja noch jemand. Nee, da geht nur darüber. Gut. Also ihr seht, es hat sich einiges getan hier. Und das finde ich auch gut so. Der Forstbetrieb hier hat auf jeden Fall schon mal angefangen, 1000 Bäume zu kaufen. So, Forstbetrieb, das Geräusch ist weg. Das ist schon mal viel wert. Jetzt hat er nämlich hier mittendrin angefangen, Bäume zu setzen, weil ich die Logik dahinter noch nicht so ganz verstehe. Wird vermutlich nach irgendeinem Tick abgelöst. Der macht also quasi alle so und so viele Minuten eine Abfrage, ob Baumschule neue Bäume braucht im Hintergrund, die Software. So würde ich mir das jetzt mal erklären hier in diesem Fall. Vielleicht ist es auch eine andere Software, die hier arbeitet, ein anderes System. Aber so würde ich jetzt mal denken und dann wird er jetzt gleich da oben von oben nach unten wieder anfangen. Das ist ja ein schönes an diesen viereckigen Spielfeldern ist immer, der macht nur, muss nur von oben links nach unten rechts immer abarbeiten. Und dann hat man im Grunde genommen so eine Art... Im Grunde genommen ist dieses Spiel eine große Excel-Tabelle, aber naja, wie dem auch sei. Erstmal warten wir jetzt darauf, dass es hier ein bisschen vorangeht. Genau, drei so Bäume und jetzt macht er nämlich hier unten weiter. Ihr seht schon, der macht Ticks, Ticks, Ticks und dann geht es da vorne weiter. Zack, 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 zack. Bäume sind ausgewiesen. So, bedeutet für mich, um das jetzt hier für euch ein bisschen erträglicher zu machen, gebe ich mir extra Mühe und mache das hier ständig ein bisschen kleiner. 3, 2, 1, 0. Damit ist jetzt schon mal alles ruhig. Wir haben Geld ausgegeben. Unser Sicherheitschef beschwert sich offensichtlich eine Menge Beschwerden über den Radiomoderator hatte und der jetzt Gott sei Dank weg ist. Da freue ich mich nämlich drüber. Dann können wir nämlich diesen, Gott sei Dank, improvisierten Sportsaal auch endlich mal beseitigen. Ich wundere mich nur gerade darüber, dass dieser Heizkörper an der falschen Stelle steht. Das müssten wir mal kurz beheben. Das
gibt mir sonst wieder Kopfschmerzen. Da kommt er nämlich hin. Und ich würde sagen, an der Stelle haben wir eigentlich erstmal schon mal einen akzeptablen Zustand erreicht. Wir haben ja jetzt hier diesen Zellentrakt eigentlich ganz schön gemacht. Jetzt gibt es zwei Dinge, die ich ganz gerne bezahlen würde. Einmal würde ich hier ganz gerne diesen Sportraum für 4800 reinklatschen. Da der ja nicht allzu viel kostet und wir jetzt auch hier unten fertig sind. Und also einmal zumindest schon mal die Werkstatt hier an der Stelle schon mal wieder befreien können von ihrem Produkt. Ne, Kunde droht mit Auftrag. Alles ist belastet hier unten. So, einmal alles raus hier. Das sind ja immer 1000 Euro, die Dinger ungefähr wert sind. Das heißt, wir können jetzt auch mal tatsächlich eurem Wunsch auch mal nachgehen. Ihr habt immer gesagt, es muss schöner werden hier in diesem Gefängnis. Das muss es auch. Und das würde für mich bedeuten, wir machen jetzt hier tatsächlich das, was wir normalerweise in den Zellen machen, machen wir hier außen. Das ist auf jeden Fall schon mal um ein Vielfaches hübscher als der andere Blödsinn. Hier oben, diese Bereiche können für mich ausgerechnet auch schon mal fertig werden. Da muss ich nämlich über die schon mal nicht mehr nachdenken in Zukunft. Heißt, hier kommt auch überall das Zeug hin. Und das bedeutet für mich, hier ist das auch eingebaut. Das heißt, hier kommt das hin, das heißt, hier kommt das hin und hier kommt das natürlich auch hin. Der Schutzhafttrakt ist damit ja schon mal komplett freigegeben. Das ist mir schon mal viel wert. Damit haben wir jetzt schon mal so ein bisschen Optik hergestellt. Und damit es hier in Zukunft dann irgendwann mal schön wird, machen wir natürlich jetzt hier die Duschen der normalen Sicherheitsstufe auch schon mal auf ein akzeptables Niveau. Denn wir haben ja jetzt hier den gesamten Zellentrakt fertig gebaut. Ups, jetzt habe ich das hier oben wieder mit kaputt gemacht. Ich schussel. Mein Fehler, wollte ich nicht. Und dann wollen wir hier vorne Marmorfliesen natürlich auch einmal hier in dem Bereich haben. Und einmal hier in dem Bereich. Und natürlich auch im Bereich dieser wunderschön aussehenden Geschichte. Hier vorne fällt mir auf, fehlt anscheinend noch ein kleines bisschen Zugang. So scheint mir. Die Tür geht in Richtung links, müsste sie aufgehen, ja. Also nämlich hier. Ne, das muss mal eben noch eingebaut werden. Und was ich dann jetzt ganz dreist mache für 29.000 Euro, ist tatsächlich nicht die Zellen auskleiden, aber schon mal den Weg zur Zelle. Weil der ist nämlich verdammt teurer, dadurch, dass wir diese... ihr wisst schon, ne? Diese wunderschönen Kollegen hier benutzen. 18.000 Euro. Damit ist nämlich jetzt der öffentliche Bereich dieses Gefängnisses zumindest schon mal in einem akzeptablen Zustand. Zumindest das meiste davon. 8.000 Euro haben wir noch. Ja, dann können wir von den 8.000 Euro hier vorne nochmal eben das machen. Und dann können wir von den 8.000 Euro hier den Weg bis dahin schon mal gestalten. Dann würde ich sogar sagen, machen wir den bis dahin fertig. Dann würde ich hier sogar sagen... Warten wir mal kurz und setzen da hier diesen blauen, wo sind denn diese schicken Fliesen? Da, die kommen da hin, dann kommen die für mich hier hin, dann kommt hier für mich auch Keramikfliesen hin. Das ist ja umsetzbar aus meiner Sicht und dann kommt hier vorne natürlich ebenfalls Betonplatten hin. So, damit haben wir das Ganze schon mal erledigt. 4000 Euro sind jetzt noch zur Verfügung. Das bedeutet für mich, wir machen hier oben einmal Keramikfliese in dem breiten Maß hin. Das würde ich jetzt mal einfach so behaupten, ganz dreist. So sehe das Ganze dann aus hinterher. Bedeutet natürlich auch, dass wir hier vorne einmal eine große Gefängnistür noch einbauen dürfen. Mit unserer großen Freude, die darf nicht fehlen. Und dann machen wir hier optisch natürlich so eine kleine Verbesserung hin. Ihr kennt das ja schon, ich habe mir gerade eben auch schon mal so einen Gedanken dazu gemacht. Wie könnte man das jetzt hier optisch schöner gestalten? Ja, was machen wir denn da mal hin? Weiß ich nicht. Was sieht denn mal schön aus hier? Also mit so einem Strich in der Mitte natürlich, damit die hier auch schön anstehen können. Hightech-Gedöns sieht auch irgendwie doof aus. Also für diesen Knast zumindest. Ja, hier könnte man natürlich Parkettboden vormachen, ne, dass die hier halt eben anstehen können. Also dahin. Und dann machen wir hier Keramikfliese hin, Entschuldigung. So, und dann würde ich hier einfach sagen, machen wir einmal diese Mosaikfliesen zwischen. Aber das sieht natürlich auch scheiße aus, das Zeug, ne? Machen wir schicke Fliesen davor. So, da. Machen wir das so. Einmal schicke Fliesen, dann einmal Keramikfliesen, dann einmal Parkett. Und damit haben wir, damit haben wir nämlich jetzt ganz genau unser Gesamtbudget aufgebraucht. Ich warte mal ganz kurz darauf, dadurch, dass ich jetzt leider Gottes nichts mehr fertig habe, muss ich mal ganz kurz eine Kleinigkeit so verkaufen. Dann machen wir nämlich das hier so hin. Wir haben noch 300 Euro. Von den 300 Euro machen wir noch was anderes. Nämlich einmal die gleiche Lampenverteilung, wie wir sie hier hinten auch vorfinden können. Das heißt, da kommen überall einmal Lampen hin. Da fehlt eine Lampe und hier fehlen noch zwei Lampen in der Mitte. Und damit haben wir jetzt eine immense Baustelle gestartet. Und gerade mal grandiose 50.000, 60.000 Euro investiert in unseren Knast. Das wird jetzt die nächste große Baustelle werden. Ich muss gleich noch 2 Cent irgendwo finden, um hier unten noch die Fliesen vorzubereiten. Hier oben müssen wir uns natürlich auch nochmal um den Kollegen kümmern. Bestrafung beenden, klare Sache. Wie gesagt, Bücherei fehlt uns jetzt momentan noch. Da können wir uns aber, glaube ich, ein bisschen länger drauf Zeit lassen, bis die dann tatsächlich notwendig wird. Ja.
Essen scheint erstmal auch wieder ein Problem zu sein. Welcher Klotz da jetzt tatsächlich das Problem verursacht, ist dann vermutlich der hier, ne? Ja, also es ist bei der Küche, das ist echt so buggy, ne? Also dieses ganze Spiel ist buggy, ne? Dadurch, dass jetzt hier unten beispielsweise hier diese Dinge immer unter den Tischen spawnen, das ist alles nicht so wirklich, irgendwie nicht mehr so ganz gescheit hier in diesem Spiel. Also da scheint sich doch irgendwas festgebackt zu haben in diesem Safe. Ich weiß nicht, woran es liegt oder so, aber wir sehen ja dann hinterher vielleicht noch irgendwann eine Lösung dafür. Gucken wir mal ganz kurz erstmal die Bedürfnislage, aber nach Nahrung ist so gering. Gott sei Dank haben wir es rechtzeitig gesehen, dass das kein Problem gegeben hat. Wir machen die Nachtschicht uns zunutze und kümmern uns um den gesamten Ausbau unseres Gefängnisses, was ja jetzt Ewigkeiten dauern wird. Davon wird noch nicht viel schöner, aber wir haben schon mal einen ganz großen, ja, wie soll ich sagen, Kostenbereich abgedeckt und haben uns damit schon mal beschäftigt und das ist mir natürlich ganz viel wert. Hier vorne, wie gesagt, warte ich jetzt noch darauf, dass hier irgendwann diese Ziegelwand und den ganzen Zeug da in Angriff genommen wird. Ich hoffe, dass die sich da relativ zeitnah drum kümmern, aber vermutlich müssen die auch warten, bis das hier angeliefert worden ist. Wobei geliefert worden ist es. Also warte ich eigentlich nur noch darauf, dass mir hier irgendeiner seine Lebenszeit schenkt. Ich bin dafür, du gehst mal kurz da hoch. Ja, ne, also zumindest schon mal, genau, dass hier Abfluss installiert und sowas. Da können wir uns schon mal drum kümmern. Ich denke, das ist ganz gut. Es wird dieser Knast irgendwann mal fertig werden. In bis zu 2756 Folgen, denke ich, haben wir irgendwann eine zielführende Lösung gefunden. Meine Güte, ey, wirklich, das ist ja katastrophal. Naja, alles wird geplant und gebaut, alles wird getan und gemacht. Ihr seht, es wird, ne? Die beiden Dinger hier sind schon eingebaut, die beiden Abflüsse. Heißt, wir können hier auch einmal nochmal mit den Marmorfliesen drüber gehen gleich, wenn hier die große Gefängnistür denn da drin ist, denn dann erst ist ja schließlich entsprechend dann hier auch alles fertig. Ich hoffe, das wird irgendwann heute noch was werden. Dringend. Naja, hat leider auch nichts gebracht, ihr kennt das ja. Aber ihr seht ja schon, hier oben ist gerade Schlägerei. Auch schön. Naja, gut. Ansonsten, es wird ja schöner, ne? Es wird... Ach Gott, was habe ich denn hier gemacht? Oh. Na, da waren eigentlich Keramikfliesen für vorgesehen. Das müssen wir später beheben, meine Damen und Herren. Habe ich leider Gottes ein wenig ins Klo gegriffen, gelinde gesagt. Naja, also das kriegen wir behoben, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt nur gerade halt eben absolut keine Chance, mich darum zu kümmern. Ich habe kein Geld. Hier oben musste was repariert werden. Das ist für 300 Euro zu reparieren. Da haben wir gerade keine finanziellen Mittel zu. Wir haben wieder stark Regen. Ja, macht ja nichts, ne? Erstmal geht das Gefahrenlevel jetzt wieder runter. Ich hoffe, wir haben Frühstück in der Arbeit. Ja, haben wir. Ja, haben wir, ne? Frühstück ist fertig. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass wir zu wenig Serviertische haben oder sowas. Dann würde ich nämlich hier nochmal die irgendwie ändern, so die Organisation. Vielleicht liegt es ja daran, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, jetzt müssen die Essen rausbringen, das tun sie auch. Aber es ist natürlich bei weitem nicht genug zu essen da. Und jetzt ist hier wieder die Frage, Zutaten gekocht, wenn ich die jetzt wegwerfe, so, dann fangen sie nämlich erst wieder an zu kochen, ne? Das ist halt eben immer, ja, es kann daran liegen, dass die halt quasi ihre ganzen Sachen wegbringen wollen und dann sind die Tische hier alle voll, die Serviertische, und dann staut sich das irgendwie. Ich probiere das jetzt gleich mal. Ich stelle mal improvisiert ein paar neue Tische auf und gucke mal, ob sich damit irgendetwas verbessern lässt. Wenn das der Fall sein sollte, dann bin ich natürlich riesig glücklich darüber. Dann habe ich nämlich ein Problem erledigt. Wie gesagt, hier vorne ist auch alles noch im Bau. Es dauert alles ungefähr noch 100 Jahre, bis es fertig ist. Ich warte kurz noch mit dem Ende der Folge natürlich darauf, dass die jetzt hier unten einmal anfangen zu arbeiten. Dann würde ich nämlich ganz gerne das hier oben abschließen. Wobei das natürlich am Ende aller Tage auch ehrlich gesagt Wurst ist, ob wir das jetzt diese Folge fertig kriegen oder eben nächste Folge. In dem Sinne, erst einmal würde ich sagen, komm, wisst ihr was? Wir sehen uns am Morgen wieder. Wir sind ja relativ zeitnah. Morgen früh um 6 Uhr schon wieder da. Bis dahin, oder um 5. Wann kommt denn die Folge immer raus? 5, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich vergesse das immer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder am Samstag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.